Sony Computer Entertainment präsentiert Japan Studio und Havok und PlayStation Move. Und da wäre noch meine Wenigkeit. Jo, PlayStation Eye, let's go. Ah ja, funktioniert schon mal wieder gut mit dem Motion Gaming. Vor allen Dingen die Kamera, ne? Wie ungenau das war. Der Raum ist zwar dunkel, aber so dunkel nur auch wieder nicht, ja? Meine Facecam macht nicht solche Faxen. Ach ja. Danke, Jim. Ich berichte hier live, direkt von der UFO-Absturzstelle, liebe Zuschauer. Woher kam das UFO? Was war sein eigentliches Ziel? Dieses UFO wirft wirklich ein Rätsel nach dem anderen auf. Laut Polizei hat das UFO in... Was? Hä? Nie im Leben! Was ist das? Kommt das hierher? Tja, Freunde, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play-Projekt. Das ist Ape Escape, aber nicht das gute alte mit den Zeitreisen, was man von der PlayStation 1 schon kennt. Nein, das ist Ape Escape für die PlayStation 3. Auch genannt Ape Escape Move. Ja, ist der vierte Teil der Reihe und leider auch der letzte Teil. Danach kam nie wieder ein Ape Escape raus. Was ich bis heute immer noch betrauere, weil Ape Escape war damals ein Jump'n'Run, ein Sammel-Jump'n'Run. Man konnte zahlreiche Welten erkunden. Die Welten waren wirklich riesig und sehr schön und liebevoll aufgebaut. Es gab viele Easter Eggs und an Humor mangelte es auch nicht. Aber aus diesem wunderbaren Sammel-Jump'n'Run wurde jetzt ein PlayStation-Move-Shooter quasi. Ja, man kann das nicht wirklich Shooter nennen. Rail-Shooter kann man das nennen, aber es ist eigentlich gar kein Shooter. Man kann es eher mit Pokémon Snap vergleichen, wo man quasi auch immer auf eine Linie nach vorn ging und dann eben halt Pokémon fotografieren musste. Hier muss man kein Pokémon fotografieren, hier muss man Affen fangen. Wer hätte es gedacht? Ape Escape halt. Und bevor wir jetzt hier loslegen, würde ich sagen, fangen wir mit den Extras an. Bisschen ungewöhnlich, ne? Normalerweise sind die Extras quasi nur immer der Bonusteil am Ende des Let's Plays. Aber hier gibt es auch noch die Trainingssektion. Und das halte ich für sehr sinnvoll, das am Anfang zu machen. Weil für die Leute, die eben halt gar keine Ahnung von dem Spiel haben, die können hier ganz gut reinkommen. Also dann, sollen wir jetzt anfangen? Ich hab da schon mal probehalber alles gespielt, auch damit ich eben halt das PlayStation Eye optimal einstellen kann. Und ich muss sagen, es funktioniert überraschend gut. Also Sony hat's geschafft. Nintendo hat eine ganze Konsole nur mit Motion Gaming rausgebracht, nämlich die Wii. Und da hatte ich so viele Probleme. Also das hat ja wirklich ganz scheiße nur funktioniert. Aber hier geht's eigentlich relativ gut. Also es ist immer noch nicht optimal, aber fast optimal. Also Sony hat echt einen guten Job gemacht mit ihrem Motion-Kram. Trotzdem, es ist Motion. Ich bin nicht der Fan davon. Hey, warum spielst du es denn? Ja, weil es Ape Escape ist. Ich als großer Ape Escape-Fan möchte auch diesen Teil hier let's playen. Die anderen Teile 1 bis 3 habe ich schon let's played, aber in der unterirdischen Qualität. Damit grauenhafter Soundqualität und Bildqualität. Das muss ich mal irgendwann re-let's playen. Aber jetzt erstmal noch nicht. Vor allen Dingen machen wir jetzt diesen Teil. So, Affennetz. Schnapp den Affen. Mit der Affennetz fängt man Affen. Man kann es bei Fangkämpfen einsetzen. Jo. Und das kann man eben halt mit der Motion-Steuerung hier so schön schwingen. Echt ganz cool. Geht ganz gut klar. Einen Moment kurz. Ah, Freunde, warum werde ich jetzt immer unterbrochen hier? Bei Aufnahme. Das war in Zelda letztens auch so. Ja, schnappe die Affen, wenn sie genau vor dir sind. Alles klar. Nimmst Schwung, wird das Affennetz größer. Ah, ich brauche keinen Schwung. Ich mache das einfach präzise, weil Sony echt einen guten Job damit gemacht hat. Ist nicht fast perfektioniert, muss man mal einfach sagen. Es funktioniert besser als bei Nintendo.
Jetzt haben wir hier den Smasher und den Smasher mag ich schon mal überhaupt nicht. Weil früher in alten Escape-Teilen hatte man so ein Laserschwert. Wie aus Star Wars. So ein Lichtschwert. Und man hätte auch hier auch das Lichtschwert einprogrammieren können. Der Nostalgie halber. Aber nein, man nimmt jetzt hier einfach aus Super Smash Bros. Diesen Fächer und nennt es Smasher. Ja. Ne? Smasher. Und der Fächer ist aus Super Smash Bros. Sag ich mal nicht so. Kann man eben Verfolgungsjagden benutzen? Verfolgungsjagden sind diese Bereiche, wenn man eben halt gegen Gegner kämpfen muss und keine Affen fangen muss. Der Smasher folgt den Bewegungen des Motion Controllers, wird's gedacht, und man kann einfach die Gegner damit verkloppen. Hier, hier, hier. Bin der Fechtmeister. Wusch. Und jetzt kommt die Schleuder. Ja, das ist wieder ein bekannter Gegenstand aus anderen Ape Escape Teilen. Kann man bei beiden benutzen, bei Verfolgungsjagden und Fangkämpfen. Und das Fadenkreuz, das steuert man eben halt mit einem Motion Control. Und wir können die Zwille quasi aufladen, wenn wir die T-Taste drücken. Und meist die T-Taste. Darauf trinken wir jetzt erstmal eine Tasse Tee. Und wenn ich jetzt das so richtig episch zurückziehe, dann habe ich so einen Streuschuss. Gab's ja auch in ein paar Ape Escape Spielen, so einen Verfolgungsschuss und eben halt auch so einen stärkeren Schuss. Und hier hat man halt eben halt nur den stärkeren Schuss. Aber immerhin. Ist nicht ganz einfach, ihr habt es ja vielleicht am Anfang des Let's Plays gesehen, wie ich hier sitze. Hinter mir der Greenscreen, neben mir das Mikrofon, also ich bin in meiner Bewegungsfreiheit ein bisschen eingeschränkt. Und deswegen werde ich wahrscheinlich nicht so mega krass skillen in diesem Spiel. Ist auch nicht ganz einfach, dann das hier zurückzuziehen mit der Schleuder, aber ich gebe mein Bestes. So, mit der Move-Taste können wir hier zwischen den Geräten switchen. Eigentlich immer nur zwischen Schleuder und Smasher oder Schleuder und Fangnetz. Das ist ganz easy. So, jetzt hier Fangnetz, please. Ja, hallo. Zack. Das ist eigentlich leicht zu verstehen. Sehr einsteigerfreundlich, das Spiel. Und ich finde, es bietet sich dafür auch an, um Move mal auszutesten. Und das Schöne ist, man ist zwar ein bisschen eingeschränkt, man kann sich nicht mehr wirklich bewegen, aber man kann sich immerhin noch umschauen. Ja, muss man ja einfach mal sagen, ne? Mit X und Kreis kann man sich umschauen. Ja, früher konnte man sich frei in den großen Welten bewegen und jetzt kann man sich nur umsehen. Und man muss sich auf so eine Art Schiene bewegen. Naja. Hier haben wir den Konter, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Konter mit den Smasher. Ein Angriff mit diesen zurückgeworfenen Objekten nennt man Konter. Oh, wer hätte es gedacht, trifft die fliegenden Objekte mit gutem Timing. Gucken, wie leicht das ist oder wie schwer das ist. Oh, das war's schon. Ja, ist ja nicht so hart. Alles klar. Hier haben wir das Affenvakuum, das ist einer unserer Specials. Saug sie alle ein, you suck! Das Affenvakuum ist ein Supergerät, das in Fangkämpfen eingesetzt wird. Für Supergeräte brauchst du eine Batterie. Du findest sie in der Stufe. Greif eine Batterie an, um sie zu bekommen. Ja, mache ich im Real Life auch immer. Ich greife meine Batterien an. So, und die Supergeräte, wenn man eine Batterie hat, kann man eben halt benutzen, wenn man Move-Taste und die T-Taste drückt. Also machen wir es jetzt mal. Kommt alle her zu mir. Bisschen Staubsaugen hier. Ja, aber so ganz richtig funktioniert es auch nicht, ne? Also manche Affen konnten sich da retten. Ich finde das eh ein bisschen zu stark, alle für sich. Auch wenn es jetzt nicht perfekt funktioniert hat. Ich mache es lieber altmodisch mit dem Fangnetz. Bin ich so ein Fan von den Supergeräten. Und es gibt natürlich auch in Verfolgungsjagden. Brauchst du natürlich auch die Batterie dafür. Und da mal den Bananenrisierer. Das ist ganz cool. Die Gegner sterben durch einen Hit und werden in Bananen umgewandelt. Und die Bananen haben, glaube ich, den Sinn des der Lebensenergie. Also wenn man, glaube ich, keine Bananen mehr hat, dann verliert man das Spiel. Dann ist man Game Over. Und das war in allen Ape Escape Teilen nicht so. Da war das nicht so gelöst, dass man bei Lebensenergie Kekse hatte. Kekse markierten quasi Lebensenergie. Und hier sind es eben halt die Bananen. Na gut, sonst gab es keine Bananen. Kann man machen, ne? Vor allem die Affen wollen die ja klauen. Ah, kann ich hier mit der Umgebung eigentlich interagieren? Nö, nicht wirklich. Schade. Das hätten sie wenigstens machen können. Naja. Hier haben wir das Wackelheim, das ist die erste Map. Und damit fangen wir natürlich an. Das UFO hat Pippo-Affen ausgeladen. Rette unser Heim. Ja, das kleine Zuhause des Hauptprotagonisten.
Und das machen wir jetzt mal. Hier gibt es noch keine Secret-Affen zu finden. Später gibt es Secret-Affen und ich habe keine Ahnung, wie man die bekommt. Deswegen habe ich mir eine Komplettlösung ausgedruckt und hoffe, sie damit finden zu können. Deswegen steuere ich tatsächlich die 100% in diesem Spiel an. Die anderen Ape Escape-Teile habe ich auch zu 100% Let's Play. Schnapperlaffen. Let's go. Ja, und die kommen jetzt alle auf mich zu und ich muss sie einfangen. Also, am ehesten kann man es mit Pokémon Snap vergleichen. Ich meine, es ist schon ganz liebevoll gemacht und da steckt auch einiges an Humor wieder drinnen. Es gibt auch wieder Easter Eggs. Aber ja, das kannst du nicht mit alten Ape Escape-Teilen vergleichen. Ich bin ja auch kein Fan von The Legend of Zelda Skyward Sword. Und das kannst du auch nicht mit Ocarina of Time vergleichen. Aber eher kannst du es mit Ocarina of Time vergleichen, als dieses Spiel mit der alten Ape Escape-Teilen. Weil Skyward Sword ist immer noch Zelda. Ist immer noch Zelda-Feeling. Aber ja, bei diesem Ape Escape-Teil, da ist es kein wirkliches Ape Escape-Feeling mehr. Ja, dieses Genre nennt man Rail-Shooter, aber wie gesagt, für mich ist er Pokémon Snap-like. Kann auch die Mülleimer hier umkippen und ja, da findet man manchmal Secrets hinter. Ganz interessant gemacht. Ist kein schlechtes Spiel. Aber ja, es ist halt leider kein Ape Escape. Na kommt, der kommt, kommt zu mir. Ja, ich tue euch nichts. Na komm, 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 komm. Jo, schieb den Mülleimer erstmal weg. Weg mit den Dreck, ne? Denkst du dir auch? Was ist denn da hinten? Sternenwarte oder was? Sehr interessant. Das ist der Nachbar. Nachbarsgarten. Oh, da haben wir eine Batterie. Die ich nicht erwischen konnte. Doch, jetzt habe ich sie. Nein, das ist nicht asynchron. Ich habe es später erwähnt. Manche sind sofort getriggert. Kennen das. Ah, Müll. Oh, da ist eine Batterie hinter. Aber wie gesagt, werde diese Batterien wahrscheinlich nicht benutzen, weil ich es lame finde. Wobei, wir können das jetzt mal beim Bananisierer gleich machen, wenn wir da UFOs kommen. Weil ich jetzt hier einfach alle einsauge, das ist doch keine Challenge. So langweilig. Haha! Als ob ich dich an meine Bananen lasse, ja? Mir reglich verdient. Und? Betrug. Habe ich scheiße geschwungen wahrscheinlich. Ich meine, mit mehr Schwung wird ja das Netz auch größer. Vielleicht soll ich das öfter mal machen. Ah, da war der Schreibtisch. Nein! Okay, der hat mich jetzt wirklich erwischt. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Kann die Bananen aber wieder abzocken, wenn man den einmal kurz abschießt mit Zwille. Ja, was ist mit dir da hinten? Komm mal her hier, komm mal ran. Nicht da hinten nur chillen. Ich glaube, ich spinne. Kommt jetzt mal? Jo. Wow. Von oben wollte ich es probieren. Und was ich auch ein bisschen schade finde, ist, in allen Ape Escape-Teilen war es so, dass jeder Affe quasi eine Besonderheit hat. Hier ist es irgendwie nicht so. Damals hatte jeder Affe wirklich eigene Stats, eigene Werte. Und für manche Affen brauchte man eine gewisse Strategie, um die zu fangen. Hier eben halt nicht. Das finde ich sehr schade. Aber gut, das war das erste Level. Das vertraute Heim. Ufo ist ja einfach mal in die Decke eingekracht. Haben wir ja schon in der Intro-Sequenz gesehen. Und ja, jetzt haben wir die Affen quasi aus unserer Heimat vertrieben. Und jetzt geht's weiter in die Geheimnisruinen. Hier gibt es schon zwei Secret-Affen zu finden. Und ich schau mal kurz in meine Komplettlösung, wie man die kriegt. Ist auf Englisch, aber ich kann ja Englisch. Also, einen beim schwarzen Stein und einen in der zweiten Fangsequenz auf einer Palme. Alles klar. Geheimnisruinen. Es gibt immer nur zwei Secret-Affen zu fangen und ich habe noch nie so einen gefunden. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Aber vielleicht gelingt mir das jetzt mit der Komplettlösung. Wie gesagt, ich möchte schon die 100% ansteuern. Wenn ich jetzt einen übersehen sollte, dann versuche ich den offscreen zu holen. Als ob das der richtige Spectre ist. Das ist das zweite Level. Spectre war immer der Anführer der Affen.
Der Endboss quasi. Als ob der jetzt hier schon kommt. Könnt ihr eurer Oma erzählen. Oh, ein UFO. Tschüss. Ja, da sind immer ein paar Bananen versteckt und. Aber, ja. Ich muss jetzt nicht hier alles einsammeln. Aber immer wenn ich das hier sehe, diese geil designten Gebiete, dann wünsche ich mir nur umso mehr, dass man sich hier frei bewegen könnte und ein klassisches Ape Escape hätte. Ohne Witz. Es wäre auch mega geil, sich hier umzutreiben, oder? Es wäre so eine Art Dino-Welt, so Urzeitwelt, wie es auch in Ape Escape 1 der Fall war. Die ersten Welten waren ja die Urzeitwelten. Aber naja. Vor allen Dingen, manche Affen haben irgendwie Ureinwohnerbemalung. Sehr interessant. Hallo? Trug. Da ist so ein Geschwindigkeitsaffe. Die sind ein bisschen schneller dran. Erkennt man an den blauen Hosen. So, da danzt einer. Vor allen Dingen, wo ist jetzt hier eine Palme? Ich sehe keine Palme, liebe Freunde. Wie soll man denn an diese Secret-Affen kommen? Ich sehe hier nichts. Das ist schon der schwarze Stein. Ja. Aber wo soll denn hier eine Palme sein? Ich bitte euch. Haha. Der Affe hat sich hier versteckt. Der oder der? Oder beide? Oh, ist hier jetzt einer auf Palme. Ich weiß nicht, wo diese scheiß Secret-Affen sein sollen. Und wenn ich die wirklich nicht finde, in mehreren Durchgängen, dann lasse ich's. Ich kann halt nicht zaubern, ne? Oh. Angriff der Pflanzen. Böse, böse. Da ist eine Palme. Bist du gemeint? Gib mir wirklich Mühe, die zu finden, aber... Sieht schlecht aus. Bin ich ganz ehrlich, sieht schlecht aus. Mit dem. Hallo. Mann, wie dumm. Dann ess halt die Banane. Gönn dir, Bruder. Schlag zu. Wegen. Gebaitet. Da ist einer auf den Stein. Bist du vielleicht ein Secret-Affe? Nee, auch nicht. Die Ureinwohner, ey. Ach, guck. Du bist ein Secret-Affe, oder was? Ah! Komm her. Komm her. Das war ein Secret-Affe, aber es war nicht der richtige, glaube ich. Es war höchstens der erste. Aber eben halt nicht der zweite. Ich weiß nicht, wo der zweite sein soll. Da hinten ist eine Palme. Das Problem ist, es gibt auch keine wirklichen Guides für das Spiel. Nur diese Komplettlösung. Und wenn ich das nur schriftlich habe, dann kann ich mir da schlecht was drunter vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Bisschen schade. Aber ich versuche es nachzuholen, wenn mir der jetzt entgeht. Guck mich wirklich um. War kein Affe in Sicht. Boah, wie viele die teilweise verknacken, ne? Diese komische UFOs. Schon ein bisschen sad. Hallo? Ja, ist klar. Woher sollte ich wissen, dass du auf mich zugestürmt kommst? Es ist schon der letzte Bereich, glaube ich, jetzt. Nee, da ist uns einer durch die Lappen gegangen. Ich versuche den gleich zu holen. Jetzt wollen wir erstmal die hier einfangen. Aha. Oh Gott. Ja, die sind natürlich sehr gefährlich. Die schwarzen Affe mit der Sonnenbrille. Weil die haben immer Waffen. Und die kennen keine Gnade. Mit denen ist nicht zu spaßen. Ich kann natürlich die Geschosse zurücklenken mit den Slasher. Boah, was ist das denn für einer? Was soll ich denn dagegen machen? Gar keine Chance. Muss ich ihn erst betäuben, vielleicht? Ich probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, ja. So ging's. Und, was bist du für einer? Ureinwohner oder was? Ah, den hätte ich auch betäuben müssen, glaube ich. Der hat einfach mal so ein Dinosaurierhelm oder so. Dinosaurier-Skelett. Schnappe Spectre, natürlich. Das ist so die Spectre, Mann.
War immer der Endboss in Ape Escape. Das ist nicht Spectre. Stand ja auch Major Affe oder so. Hey, warte. Das ist ja gar nicht Spectre. Ja, ach. Na los, dann weiter zum nächsten. Ne, nix als zum nächsten. Wir müssen erstmal gucken, hier den Secret Affen zu finden. Deswegen sehen wir uns gleich wieder hier an dieser Stelle. So, Freunde, man muss diese Palme da hinten abschießen. Diese. Seht ihr das? Dann wird der getriggert und den muss man auch nochmal abschießen. So, und der taucht jetzt in der nächsten Sektion auf. Das ist jetzt der dritte Anlauf tatsächlich. Ich hab's einfach nicht rausgefunden. Hier sind so viele Palmen. Und in Komplettlösung steht, schieß eine Palme ab. Ja, geil. Ja, ist ja toll. Ist ja super, ne? Eine Palme abschießen bei 100 Palmen. Richtig schön, diese Komplettlösung. Das finde ich richtig klasse. Steht einfach nur, schieß die Palme ab. Naja, egal, jetzt taucht er hier auf, den können wir jetzt so einfangen. Und dann haben wir das auch zu 100% gelöst. Also scheißegal, wie lange ich es dann dafür brauche, ich möchte es schon 100% machen. Es reizt mich ja einfach, ich habe schon immer gern die Affen eingefangen. Auch wenn es jetzt hier nur mit PlayStation Move ist. Ich will alle Affen einfangen und dann gucken wir uns am Ende auch wieder das Affenbuch an. Affenenzyklopädie. Auch wenn die nicht mehr so schön ist wie damals. Aber immerhin, ne? Ja, wie man das machen soll, weiß ich. Ach so, kann sich da frei schwingen quasi und dann kannst du kontern. Ah ja, jetzt habe ich das auch gecheckt. Und das war der Spezialaffe. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie er hieß, aber wie gesagt, wir gucken uns die Affenenzyklopädie am Ende sowieso an. So, jetzt haben wir wieder Spectre, den Fake Spectre, der nicht Spectre ist, nee. Komm her. Ein Knochen kannst du behalten. Und, yo, let's go. Major Affe. Ja, schön. Haben wir doch hier die 100%. Guck, Bananen-Liebesbrief. Gut, Freunde, ich denke, das war's jetzt auch für den ersten Part. Ich werde wahrscheinlich im nächsten Part sogar 3 Gebiete machen. Ich meine, das erste Gebiet quasi war jetzt hier unser Tutorial und meine Anfangserklärung. Aber ich denke, wir schaffen 3 Gebiete pro Part und das ist schon ordentlich. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Daumen hoch, falls euch das hier gefallen hat. Daumen hoch, falls ihr euch auf Ape Escape für PlayStation Move freut. Das hat sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen und ich denke, ich bin einer der einzigen, die das Let's Playen. Deswegen, oh. Vielleicht freut sich ja der ein oder andere. Ihr könnt ja auch eure Meinung zum Spiel mal jetzt in die Kommentare schreiben. Findet ihr das hier vielleicht sogar besser als das alte Ape Escape? Kann ich gar nicht glauben, aber oh, vielleicht gibt es ja die ein oder anderen Trolls wieder unter euch. Nee, jeden das Seine. Und ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann und ciao, dann geht's zum Affenkarussell.